Und damit herzlich willkommen zurück zu Spin Tires. Bei der letzten Ladestelle hoffe ich bald mal mit dem Randy. Und ein Glücki, hallo. Hallo. Ich hab jetzt nur wieder den Mittelholzding drauf, ne? Das bleibt mir anders übrig. Ja, oder du nimmst so einen anderen mal. Ne, ich hab ja dann nur Kurzholz, dann musst du ja wieder mehr machen. Nee, ich meine jetzt so ein. Also, zum Beispiel der da an dem anderen Stand, das muss man sowieso machen. Einer dann nur mit Kran und Kurzholz, der den einen Punkt dann noch abliefert. Ja, das ist nämlich auch dann so eine Sache. Aber ich versuche erstmal hier jetzt was zu laden. So. Der Stausee ist wohl nicht tief, oder was? Du musst ganz am Rand fahren, da ist wie eine angezeigte Brücke. Mit Geländer, teilweise Dreck. Ja, alles mögliche eigentlich. Okay, ich habe mich einmal überschlagen. Ich habe mich zweimal überschlagen. Hab mich dreimal... Okay, jetzt liege ich. Warum fährst du dort runter? Bin runtergefallen. Da wollte ich am Anfang runterfahren. Ja. Da dachte ich mir... Steil. Ist steil, richtig. Aber das sieht aus, als würdest du nicht mehr fahren. Nö. Nö. Dreimal überschlagen und dann ist er leider liegen geblieben. Der Motor geht auch nicht an, du liegst auf der Seite oder auf dem Dach? Klar. Auf der Seite. Ja, Dann muss ich jetzt erstmal kommen, ja? Wäre nett. Du bewegst dich doch. Nein. Oh, nee. Gut, dann einmal abladen, abbrechen. Nee, beladen, abbrechen. Zack, zack, zack. Ich meine, wäre jetzt beim zweiten Mal so geblieben, hätte gepasst. Was, ha. Hat man allerdings auch 197 Schaden, ist natürlich auch nicht wenig. Gut, konnte ich reparieren, wunderbar. Okay. Und los. Aber der Hänger ist noch dran, das ist das Wichtigste. Dass der da mit dran bleibt, ist auch so ein bisschen komisch. Gerade mit der Deichsel. Aber dafür jetzt immer komplett rundherum eingesaut. Naja. Na, also jetzt alles mit EMA Dreck. Ja, hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich komme, kannst du das Scheiben erstmal wieder rein machen. Genau. So. Na gut, den Hänger hätte ich ja jetzt eigentlich schon stehen lassen können, ne? Naja, jetzt hab ich schon dran. Hast du schon ruhig nochmal überschlagen können, der Kleine. Aber deswegen, so gesehen, wenig Schaden dafür, dass du dich so oft überschlagen hast. Oh. Man sieht doch nicht gerade viel. Man sieht hier, dass ein bisschen der Erde aufgerissen ist an ein paar Stellen, aber ansonsten... Ich guck mal kurz, was der C hier hat, was mit dem ist, ob man den nehmen könnte zur Not. Fahrzeug wechseln, was hat der? Der hat keinen Schaden und ist voll getankt. Dann kommen wir fix mit denen hierher. Der kommt doch nicht hier durch die Kette durch, oder? Was weiß ich. Da vorne ist es so steil. Ja gut, kann ich, oder? Ich probier's. Ja, ich sagte hier. Macht da nix. Na doch, jetzt geht er. Dann trotzdem mal lieber der 1. An. Und der ins bloß den Berg nass. Ich hätte mir es schlechter vorgestellt, dass der schlechter durchkommt. Na, ist denn dieser See hier so extrem tief, dass man über diese versenkte Brücke fahren muss? Oder kann man so? Ja, muss so. Wo ich nicht so ganz verstehe. Ich meine, hier kommt so eine kleine Wasserquelle. Die verläuft eigentlich irgendwo ins Nirgendwo, ne, weil dann kommt ja die Straße. Und auf der anderen Seite sprudelt es raus. Es soll angeblich so viel Wasser sein, dass es so aktiv ist. Ja, und das ist halt angestaut, ne? Ja, wo wird denn das dann entstaut? Wird nirgendwo entstaut, das ist Natur, das bleibt halt einfach zwischen den Bergen dann. Achso. Naja, das weißt du, ich hab doch nicht so viel mit Naturkunde zu tun. Mhm. Ach, das Ding ist das. Ja. Du Heimatland. Ah, da ist nicht viel. Aber bisher gehen wir ganz gut eigentlich. Also. Gut, ich liege jetzt nicht. Na, liegst ja voll ungeil. Muss ich ja auf die andere Seite. Ach du guter Gott, kommt da hier überhaupt hoch. Hü. Sagte Hü. Ho, ho, ho. Ist
sagte, oh. Erstmal einen Gang wählen. Weil das so wird es natürlich, wenn ich dich so ziehe, falle ich selber. So ziehen. Immer einen Berg auf zu. Brems. Danke. Gut. Sind Räder ruhig. Ja, die Räder sind ruhig, die sind noch dran. Ja, richtige Position. Ja, aber ich finde irgendwie keinen Windenpunkt bei dir. Vorne. Nur vorne, hinten am Auflieger hast du nichts? Nein. Oh, ja, so sehe ich das jetzt nicht, weil ich auch genau falsch stehe. So, ich muss mal kurz rammeln. Oder nicht? Alles klar, packt das so rum nicht. Muss ich außen rumfahren. Das kommt gleich, versenke ich mich ja selber ganz dezent. Na, da vorne ist es ja noch nicht tief. Noch nicht, ja. Das kommt dann ja, also siehst du auch an der Brücke, das kann ja dann erst so ein bisschen weiter drüben. Richtig so jetzt ja. Puh, da muss ich ja hier rauf. Gut. Kannst du mich auch erstmal da wegziehen von mir so ins Wasser? Das ist ja nun wirklich nicht tief auf der anderen Seite. Halt wirklich vorne einen einzigen Windepunkt. Das genau. Ist ein bisschen mau. Jetzt müsste ich eigentlich irgendwo hier rüber. Ich lasse mal kurz fahren und rüberfahren. Weiter nach links kommen, dass er sich aufstellt. Ja, so kommt es schon besser hin. Ja, weiter so, weiter so, weiter so. Jetzt musst du eigentlich kommen gleich. Na komm, stell dich hin, süße Dreckskriebel. So schön. Ach, das Problem ist nur, jetzt steht da oben mein anderes Teil da voll im Weg, ne? Und du kannst einfach reinswitchen. Ja, das steht aber halt verkehrt rum. Ach so, keine Wendemöglichkeiten dort. Nee. Na? Also hier das sieht. Nee. Kannst du rückwärts drücken? Nö. Naja, dann musst du erst wieder ja kommen und dann hier halt irgendwo wenden. Oh. Bleibt mir sagen sie, weil ich so, ich fahr mal hier kurz in diese Pfütze rein. Wohl, wenn ich hier. Okay, da das schafft hier durch das Ding durch. Ja, versuchen sie jetzt. Ich versuch's mal auf der Wiese durch. Aber wie tief ist das? Ich weiß nicht, wie tief das ist. Hopp. So kann man noch nicht rum. So. Also ich erstmal warten sollst, ne? Nee. Könntest schon fahren. Ach so? Oh na. Versuch jetzt hier irgendwie zu wenden. Bisschen aufwendiger, aber. Müsste der eigentlich hinkriegen. Denkfähigkeit dieses Fahrzeugs ist echt so unglaublich. Der Hammer. Na komm. Heute geschafft. Alter, aber wie? Da hängt der Dreck vorne. In der Mitte vom Grill vom Fahrerhaus, da hat er sich hochgearbeitet. Den schon was fatal ist, für den habe ich wurzeln gemerkt, wenn zwischen vorne der Achse und hinten den zwei Achsen, da wo die Tanks unten sind, wenn er da aufsitzt, also wenn du die ganz kleine spitze Kante nach oben hast und da sitzt er auf, da kannst du wirklich nur versuchen mit Untersetzungen zu arbeiten, aber wenn er richtig aufsitzt, keine Chance. Kriegst du nicht mehr weg dort. Gut, das hab ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Ja, durchs Wasser ist nicht schwierig. Nö, und ich hatte gedacht, das ist eine ganz kleine Brücke, wo du links und rechts wegrutschen kannst. Das ist ja alles befestigt. Ja, das war mal eine Brücke, man sieht das. Aber das ist wie durch einen Erdrutsch, ist quasi Haufen Erde und alles mögliche drauf gerutscht. Das soll das darstellen. Oder es war mal sowas wie eine Randstraße und es ist nicht richtig, ja. Naja, Vorsicht dort. Hier geht's manchmal steil bergab. Hier bin ich gerade, wo es so steil war, gerade, ne? Also. Hochgefahren. Richtig krass, die Karre.
Ey, Dreckshaus. Dreckshaus? Ja, fast aufs Dach gefahren. Nicht so stehen. Okay, gut, zu spät. Ja, ich muss ja mal warten. Hatte da eins Plus drin. So, deswegen. Ja. War besser, nicht, dass ich nochmal zurück muss. Auch noch so eine dumme Kurve, ja. Ja, kann ich ja sagen, dass da, naja, ist halt wieder etwas spritkostenintensiv. Mhm. Der kommt zwar hoch, aber halt noch extrem langsam. So. Mhm. Der Hänger halt. Da. Licht am Kran. Ich mach da gleich mal Licht ans Rad. Dass man hier so gut wie nichts sieht. Das Zeug, was am Kran ist, das strahlt vollkommen in die Luft. Upsala. Ja, was scheiße, bis das Ding reagiert, das ist Wahnsinn. Also bis der Trailer hinten mal einschlägt, weißt du? Ne? Ja. Gut. Wenn wir so stehen, ich versuch's mal so. Gibt's hier auch keinen? Nö. Nee. Ja, gibt's mir eben. Mal komm ich so ein bisschen. Das ja sehen. Ne, vorne liege ich auf, oder? Hm. Dann müsste wahrscheinlich noch mal ein Stück vor. Ein Stück vor. Ja. Gut. Du müsst eigentlich reichen. Voila. Bilder denn jetzt ja ab? Müsste gehen, oder? Hm. Noch zwei. Jetzt. Oh ne, es hängt da, so müssen wir so rum. Guck mal, hier hinten geht's ja auch weiter. Okay. Was soll denn das dann hier sein? Wir sind jetzt hier, dann da rum, steil hoch. Da kommst du komplett da hinten lang, was scheinbar ja nur Wiese ist. Hm. Da lang, wäre das, da wäre es doch eher sinnvoller, da lang zu machen, oder? Würde ich sagen. Hm.
Das heißt ja, wow, toll. Sinnlos gewendet. Muss ich ja nochmal wenden. Dann der Neuf. Ach, der Neuf. Ist klar. Ja, komm. Ja, hallo. Ja. So, was denn jetzt? Bitte weiter. Was will er jetzt? Bitte weiter nach links. So, ja. Ich kotze ab. Warte mal, muss ich vorne bei deiner Schnauze rum. Bringt alles nichts. Guten Tag. Fuck. Ich sitze eh unten auf dem Grund. Aber Also. das habe ich gesehen. Ja, geht gerade nicht anders. Warte mal, jetzt muss ich ja irgendwie hier. Muss ich hier nöff. So, warte mal, reicht das jetzt erstmal hier? Bring dein Fahrzeug in Position. Ja. Jetzt fahren wir erstmal hier nöff. Beziehungsweise reicht das jetzt hier erstmal für die Darbietung? Nein, reicht nicht. Vorwärts. Noch zwei. Was will er? Zu hoch. Hallo. Fährt er nicht mal da runter? Ach Mann. Die liegen ja euch scheiße. Was war denn überhaupt da hoch? Ich weiß es schon. Eben. Also keine anderen Windenpunkte. Noch zwei. Ei, das. Hallo, ich sehe nichts.
schmeckerst du denn jetzt noch rum? Alles klar. Da ist nochmal so eine Scheiße gegangen. Hast du jetzt alles geladen? Nö, bin immer noch dabei, eine richtige Position zu finden. Das wird auch vor der freien Fläche nichts werden. Weil es ist ja erstmal ja nur ein übelstes Kurvenwirrwarr. Aber jetzt wird's helle. Ja, wenigstens etwas. Guck mal, was sagt er bei mir? Ich soll den leicht rüberstellen. Ja, stimmt, das sieht aus, jetzt dauert das länger. Ja, es geht ja, du kommst schneller voran wie ich. Ich müsste halt jetzt wieder den Trailer, also müsste mich halt wieder mit Winden ziehen, dass der Trailer halt sich von den Bäumen fernhält. Nee, aber um erstmal die Ladung drauf zu bekommen. Achso, ja, ne, bis da oben halt. Aber was ich hatte jetzt selbst ja Manöver gemacht, wo du denkst, Alter, das fliegt runter, das hat alles gehalten. Aber irgendwie habe ich mich hier festgefressen. Auch nicht verkehrt. Ey, was ist denn das für ein... Ich will nichts mehr. So, also du bist jetzt dort hochgefahren. Dann da hinten runter willst du mit Sicherheit. Richtig. Aber weit bis zum Ziel. Boah. Würden hoch erstmal. Ja. Aber du kannst ja erstmal wieder abmoderieren. Ja, sag ich mal, das Däumchen nicht vergessen, weil, ne? Cool und so. Und wir sehen, wie es hier weitergeht. Es ist was Größeres. Tschüss. Tschüss.